Willkommen, Marius Ebert hier. In dieser Prüfungsaufgabe geht es um die Bestimmungselemente einer Aufgabe. Die Frage lautet, die Handlungsaufforderung lautet, nennen Sie Bestimmungselemente einer Aufgabe. Und das Problem liegt hier darin, erstmal mit dem Begriff Bestimmungselemente etwas anfangen zu können. Ja, wir haben also einmal hier Bestimmungselemente. Und wir haben Aufgabe und die Handlungsaufforderung heißt, nennen Sie Bestimmungselemente einer Aufgabe. Was eine Aufgabe ist, da können wir uns was darunter vorstellen. Wir können sagen, das ist eine Tätigkeit. Und wir haben hier das Wort Bestimmungselemente, lassen wir mal Elemente weg und sagen Bestimmung und machen daraus ein Verb, bestimmt. Was bestimmt die Aufgabe? Was sind die Charakteristika der Aufgabe? Oder, was man auch sehr oft findet, statt Bestimmungselemente, Determinanten. Nennen Sie die Determinanten einer Aufgabe, die Bestimmungselemente, die Bestimmungsgrößen. Was bestimmt eine Aufgabe? Ganz allgemein. Nun, eine Aufgabe ist eingeordnet in Raum und Zeit. Ja, das ist immer richtig. Das heißt also, wenn wir fragen, was bestimmt eine Aufgabe, können wir sagen, der Ort oder das Wo. Aha, das Wo. Wenn ich Wo nehme, dann weiß ich, ich bin bei den W-Fragen. Und diese W-Fragen, die helfen ja sehr oft. Also dann vielleicht nehmen wir, sagte ich schon, Ort und Zeit, dann nehmen wir das auch mal, nämlich wie lange, ja, wie lange dauert diese Aufgabe? Wo wird die Aufgabe verrichtet? Wie lange dauert die Aufgabe? Ah, ich glaube, jetzt bin ich drin. Nächstes, wer? Wer verrichtet die Aufgabe? Dann wie genau wird die Aufgabe verrichtet? Wieder ein Bestimmungselement. Ja, wo der Ort, ja, aber da ist doch noch womit. Womit wird die Aufgabe verrichtet? Das kann eine Maschine sein, das kann ein Werkzeug sein. Womit? Ja, die Hilfsmittel, die Werkzeuge, die Maschinen. So, damit habe ich schon wesentliche Bestimmungselemente. Ort und Zeit, das war noch ein bisschen holprig, aber als ich hier einmal drauf gekommen bin, dass die W-Fragen hier wieder helfen, da ging das plötzlich sehr, sehr schnell. Ja, und so generiert man Lösungen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich bei den Begriffen hier eingeklinkt, habe da ein bisschen rumgespielt, ein bisschen Synonyme ermittelt, also Aufgabe mit Tätigkeit gleichgesetzt und irgendwann hatte ich den roten Faden und irgendwann konnte ich die Frage beantworten. Und das ist der Weg. Ja, der Weg ist nicht, was von meinem auswendig gelernten Zeug kann ich jetzt hier unterbringen, sondern Lösungen generieren. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.